So, liebe Freunde, willkommen zurück hier zu Minecraft. Eine Folge nach der lustigen Aufnahme mit dem Inferno, die euch hoffentlich gefallen hat. Ich habe WhatsApp-Rap angelassen. Naja, ich hoffe mal, dass jetzt einfach nicht viele Leute schreiben. Mit dem Schafsrennen da hinten wollen wir heute mal eine Folge machen, in der wir einfach mal so irgendwie gar nichts wirklich machen. Ich möchte ein bisschen das Lager sortieren, ich möchte ein bisschen Rohstoffe holen. Und ich glaube, damit fangen wir jetzt auch gleich mal an. Wir gehen mal hier rüber zu unserer lustigen Pilzfarm und sammeln mal hier ein paar Pilze ein. Das haben wir schon ewig nicht gemacht. Und man hat es ja gemerkt, so in den letzten Folgen, wir waren immer mal wieder so ein bisschen out of Rohstoffe. Und das soll jetzt einfach nicht zur Gewohnheit werden. Deshalb sammle ich gerade mal ein bisschen was ein. Kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Und ja, in der Zwischenzeit lassen wir das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren mit dem Nils. Hier habe ich ein bisschen was geändert an der Redstone-Verkabelung. So minimal zumindest. Ne? Also das sieht hier ein bisschen anders aus. Warum? Zeige ich euch gleich. Ich hatte ja schon mal die Idee. Und beim Lager einräumen, was ich ja zwischen Folgen immer mache. Hier habe ich die Pilze rein. Habe ich mal das Nether-Ding hier so ein bisschen geändert wenigstens. Und zwar sind jetzt hier noch ein paar weitere Kisten. Normalerweise hat es hier aufgehört. Das Einzige, was wir machen müssen, ist hier den Boden noch ein bisschen auskleiden. Dafür müssen wir allerdings nochmal in den Nether. Ich sag's nicht gerne, aber im Endeffekt muss es so sein. Jetzt überlege ich mir nur, wo machen wir eigentlich die Endsachen hin? Und wer schreibt mir jetzt ständig im WhatsApp? Der Manu P. ist das offenbar. Ich sehe es hier auf meinem Handy gerade aufflackern. Ich weiß noch gar nicht, was er will. Naja. Er hat mir gerade ein Video geschickt, das 14 Sekunden lang ist und gemeint, guck, das bist du. Ich glaube, das möchte ich gar nicht sehen. So, ich möchte mal gucken, was hier oben ist, ehrlich gesagt. Okay. Können wir das vielleicht hier hinbauen? Also ich suche jetzt nach einem Ort, wo wir die Endsachen verstauen können. Das hier könnte dieser Ort sein, oder? Was ist denn hier? Haben wir hier ganz kurz geguckt. Wo sind wir hier? Wir sind hier. Hier ist Sand? Das war mir gar nicht mehr bewusst, dass hier Sand ist. Wieso ist denn hier Sand? Ist ja völlig random. Komm, machen wir den Sand weg. Keine Ahnung, wieso hier Sand ist. Den habe ich hier aber nicht hingemacht. Der muss hier schon gespawnt gewesen sein, ne? Aber wieso soll ich hier einfach Sand hin platzieren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. So, was ist denn hier los? So, da bin ich wieder. Sorry, kurz unterbrochen worden hier. So, wo ist das Loch? Wo wollte ich rein? War das hier? Ich glaube, ne? Machen wir es hier einfach mal so. Zack, zack, zack. Und dann haben wir hier so ein bisschen Gedöns gemacht. Gedöns vor allen Dingen, wisst ihr? Einfach Gedöns. So. Und dann graben wir uns hier einfach mal durch. Jetzt dürfte es ja nicht mehr so schlimm sein. Ja, und dann passt das. So, das heißt, wir haben jetzt also eigentlich genug Platz. Fackeln haben wir auch dabei. Das ist ja Wunderbärchen. So. Wunderbärchen ist ja das. So. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht das Endlager reinbekommen. Das wäre jetzt mal mein Plan. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Das sollte auch eigentlich gehen, oder? Oder? Ich bin mir nicht so sicher. Aber bestimmt. Bestimmt. Und
wie gesagt, eigentlich müssten wir noch mal in den Nether, um die ganzen Items da zu holen, die wir in das Lager bringen wollen. Und das bringt uns halt zu dieser Transportfrage. Irgendwie müssen wir das lösen. Ob wir es vielleicht mit Blaueis lösen? Blaueis ist ja auch eine sehr coole Angelegenheit. Es ist eine Frage. So. Machen wir das hier mal weg. Ja, das hier auch. Und der ganze Sand. Ist ja jetzt nicht schlimm, wenn der hier runterkommt. Mein Gott. Dann. Alter, was ist das denn jetzt schon wieder? Dann machen wir den halt weg. So, und wir müssen gucken. Zack, zack. Okay. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier hin? Wie kommt man da nach oben? Das ist die Frage. Wie kommt man da nach oben? Das müssen wir uns jetzt noch überlegen. Ich hatte vielleicht an eine Treppe gedacht, aber es ist gar nicht so einfach, hier eine Treppe hinzumachen, die einen nicht stört. Oder wir machen eine Leiter. Vielleicht hier hin. Das würde definitiv nicht stören. Das wäre eine Idee. Wo haben wir denn Leitern? Haben wir überhaupt noch Leitern? Wir haben noch Leitern, aber wie? Mass würde ich ja fast behaupten. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt, glaube ich. So, so und dann sind wir hier. Das ist doch eine Idee, oder? Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube schon. Dann können wir hier vielleicht sogar Glas hinmachen. Das könnte doch eigentlich auch ganz cool aussehen. Dann machen wir das hier noch weg. So, die Spitzhacke hat Reparatur. Yes, hat sie. Okay, das ist gut. Sonst wäre es schlecht, wenn wir hier einfach so rumbuddeln. So, dann machen wir das hier noch weg. Und dann auch das hier noch weg. Und von mir aus können wir die Wand hier auch noch einreißen, aber natürlich nur bis zur Leiter, weil die brauchen wir dann doch. So. Jetzt ist mir auch gerade egal, jetzt machen wir mal den hier. Bin ich gespannt, ob es da böse Kommentare gibt, da ich diesen Glitch ausnutze, der älter ist als Minecraft selbst, habe ich das Gefühl. So. Und dann haben wir hier erstmal ein schönes Räumchen, das wir dann ausschmücken können. Wie genau, weiß ich jetzt gar nicht, aber irgendwie werden wir das schon tun. So. Dann können wir gleich mal das Glas nehmen, oder? Das können wir ja mal machen. Glas. Nehmen wir mal Glas. So, Glas. Wieso läuft da eigentlich so selten Musik in Minecraft? Das ist wirklich anstrengend. Alter. Ich glaube, ich schmeiß mal gleich eine Playlist an. Nicht eine Playlist, sondern eine Schallplatte hier. Weißt du was? Wir nehmen mal buntes Glas. Wir nehmen mal buntes Glas. Da haben wir schön nass. Habe ich nicht eine Behutsamkeitsspitzhacke? Behutsamkeit. Da haben wir sie doch. So.
Behutsamkeit. Damit können wir das hier nämlich abbauen. Wundervoll. Wunderbärlich. Würde ich ja fast schon sagen. So, weg damit, bevor wir sie verlieren. Zack. So, dann machen wir hier mal violettes Glas, violettes Glas. Und dann mal gelbes Glas und grün. Rot und Junge, Junge. Diese Papageien, die die Phantome nachmachen, sind vielleicht einfach nur schrecklich. So, rosa Glas. Und von mir aus schwarzes Glas. Und habe ich schon rotes Glas erwähnt. Und ja, super. Zwei violette Gläser nebeneinander sieht ja gar nicht doof aus. Orangenes Glas haben wir auch noch. Zack und zack und zack. Und blaues Glas haben wir auch. Und das kommt hier hin und dahin. Und das eine hellblaue Glas kommt hier hin. Und haben wir jetzt alles abgedeckt? Nein, haben wir nicht. Hier fehlt noch was. Und da kommt nochmal schwarzes Glas hin. So, jetzt habe ich hier einen wunderbar bunten Boden. Einen bunten Boden, könnte man so nennen. Und können da irgendwas machen. Ne, wir können da nichts machen, aber man kann da durchgucken. Und das ist doch Wunderbärchen. Ne? Würde ich doch mal sagen. Wonderful. Wonderful. Here I go. So. Das sieht doch wunderschön aus, oder? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Egal. Wir machen die Gläser mal hier rein wieder. Ganzen bunten Kram und auch den nicht bunten Kram. Und dann haben wir hier oben nämlich dann eine Möglichkeit, unsere Endsachen zu lagern. Nehmen wir die Kisten und verteilen die ja schon mal so ein bisschen, würde ich sagen. Denn wir werden sie brauchen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wohin. Egal, dass es hier nicht symmetrisch ist. Wir brauchen hier sogar noch einen. Müssen hier sogar noch ein tiefer gehen. Ein Wahnsinn ist das ja. So, die Frage ist dann, woraus wir den Boden noch machen und die Wände. Das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. So. Einmal Sand zum Mitnehmen, bitte. So, und jetzt können wir mal gucken, was wir überhaupt haben an Sachen aus dem Ende. So, was haben wir hier alles? Wir haben Chorusblüte, Gedöns, 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 Gedöns. Okay. Hatten wir nicht schon mal Endstein? Das habe ich doch schon mal gefragt, ne? Ob wir Endstein haben. Wir haben doch wohl irgendwo Endstein. Ach hier, Endzeug. 12 Stück haben wir da nur mitgenommen, Alter. Das ist ja richtig knausrig hier. Was also theoretisch auch machen könnten. Das ist leider alles nicht symmetrisch hier. Das könnten wir theoretisch da drüben auch nochmal eine Leiter hinpacken. Ah, ich bin mir nicht sicher. Alter! So, Endstein haben wir 12 Stück. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Muss man jetzt mal überlegen. Achso, und ich habe euch noch nicht gezeigt, was man mit Chorusfrucht alles Tolles machen kann. Wenn man eine Chorusfrucht isst, dann. Ups. Füllt ihr nicht nur Hunger auf, sondern man teleportiert sich random in der Gegend rum. Ist das nicht toll? Und das Praktische ist halt, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt hier leider gefangen, aus irgendwelchen Gründen. So, sagen wir mal, ich bin jetzt aus irgendwelchen Gründen gefangen genommen worden oder habe mich selbst gefangen, weil ich doof bin und ich komme hier nicht mehr raus. Dann kann ich einfach den machen. Wow. Und teleportiere mich ganz woanders hin. Das geht natürlich auch. Ja, super. Hi. Hi, Nalu. Und tschüss. Und teleportiere mich zum Beispiel hier runter. Das geht alles mit der Hilfe von Chorusfrüchten. Und daher
sind die irgendwie praktisch, aber irgendwie auch weird. So, und wir haben 11 Schulkerschalen und mit denen können wir Folgendes machen. Wir können die hier so aufteilen, in die Mitte eine Truhe packen und dann kriegen wir Schulkerkisten daraus. Die kann man nicht stacken. Und was das genau ist, das zeige ich euch gerne. Und zwar kann man so eine Schulkerkiste nehmen, die hier hin platzieren. So sieht die dann aus. Die sieht eigentlich so aus wie das Ding, wo die Gegner drin sind. Und wenn man die aufmacht, hat man hier einen Itemplatz. Das kann ich hier zum Beispiel Sand, Stein und Erde reinklatschen, baue die Schulkerkiste ab und habe jetzt hier die Schulkerkiste mit Sand, Stein und Erde drin. Jetzt kann ich hier rumlaufen, kann die hier hinsetzen und habe das Zeug hier drin. Also es ist im Prinzip das gleiche wie so eine Kiste, nur dass halt die Items in der Kiste gespeichert werden und nicht rausploppen, wenn man die Kiste zerstört. Und das ist sehr, 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 sehr praktisch für Item Storage. Und das wird uns auch in Zukunft sehr weiterhelfen, wenn wir dann mal wieder Expeditionen machen, irgendwie in Höhlen oder so. Dann können wir damit natürlich eine Menge, Menge mehr Items mitnehmen als bisher. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Sachen, die können hier auch in Kisten rein übrigens. Machen die ganzen Sachen jetzt erstmal hier rein, weil so viel Enderzeug haben wir ja noch nicht. Oder Endzeug. Busy Stein nehme ich mal mit. So, Schulkerschale kann hier mit rein. Und die Endstäbe. Das ist natürlich auch eine Frage. Was machen wir mit den Endstäben? Die könnte man eigentlich zur Beleuchtung hier benutzen. Haben wir nur 24 davon? Warum so wenig? Warum haben wir so wenig Endstäbe? Das verstehe ich nicht.